Die Bundeswehr hat das Nervengift Nowitschok als Verursacher der Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny ausgemacht. Für deutsche Medien und Politiker hat nun Putin die Vergiftung befohlen. Für Lukaschenko oder den russischen Geheimdienst sind sie eine False-Flag-Aktion der NATO. Viele unabhängige Experten in Russland sind einer dritten Meinung. Obwohl der Mordanschlag in Russland geschah, wird im deutschsprachigen Raum wenig darüber berichtet, welche Auffassung regierungsunabhängige Experten vor Ort zum Ursprung der Vergiftung von Nawalny haben. Anders als Lukaschenko oder westliche Journalisten greifen viele dabei gar nicht auf Geheimdiensttheorien zurück. Der einzige Beleg für Lukaschenkos These ist eine undeutliche Audioaufnahme eines behaupteten Telefonats. Wer Nawalny wirklich nach dem Leben trachten könnte, ist vielen Russen klar. Die Moskauer Politologin Tatjana Stanovaya sieht hier zwei mögliche Gruppen. Zur ersten gehören die Personen, gegen die er ermittelte. Menschen, die auf Rache sinnen oder seinen Enthüllungen ein Ende setzen wollen. Die zweite besteht aus Leuten, die bereit sein könnten, dem Regime zu helfen. Stanovaya glaubt an Leute weiter unten im System oder in dessen Umfeld. Deutsche Zeitungen oder auch Politiker wie Annalena Baerbock von den Grünen hingegen vermuten eine direkte Steuerung aus dem Kreml. Doch in Russland sind die Dinge nicht immer so, wie Leute im Westen denken. Die Machtvertikale, die zentralisierten Entscheidungen, die der Kreml angeblich trifft, sind allesamt ein Mythos. Nichts kann ausgeschlossen werden. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Vergiftung von Nawalny unter Umgehung Putins und ohne seine Zustimmung stattfand. Persönlich braucht es so eine Geschichte jetzt nicht, also kann es nur jemand anderes Initiative sein. Dass Putin persönlich eine Lösung des Problems Nawalny angeordnet haben soll, darf bezweifelt werden. Natürlich ist Nawalny in den Augen des Kreml eher ein Abenteurer als ein Politiker, doch anders als die anderen Vergiftungsopfer Alexander Litwinenko und Sergei Skripal fällt er nicht in die Kategorie des Verräters. Nawalny ist zwar bekannt, wird aber von der Mehrheit der russischen Gesellschaft nicht ernst genommen. Bei einer regulären Wahl hätte er niemals die Chance auf einen Sieg. Der Kreml hat gelernt, mit ihm auszukommen und mit ihm ein Ventil für innergesellschaftlichen Druck, das ihm aber nicht gefährlich werden kann. Sinn macht aus taktischen Gründen für alle Angehörigen des russischen Regierungssystems eine Vergiftung von Nawalny aktuell nicht. Das spricht jedoch nicht gegen einen Täter aus diesem Milieu, meint die Journalistin Ekaterina Schulmann, früheres Mitglied von Putins Menschenrechtsrat. Es mag uns unlogisch erscheinen, dies nach den erfolgreich verabschiedeten Verfassungsänderungen im Vorgriff auf die zweite Welle der Pandemie, im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen und während der belarussischen politischen Krise zu arrangieren. Aber diese Leute haben ihren eigenen Kalender, ihre eigene Agenda, ihre eigenen Feiertage und Jubiläen. Was noch wichtiger ist, diese Personen haben eine ganz eigene Echokammer, deren Meinung ihnen wichtig ist. Ein Indiz, das für eine direkte Regierungsbeteiligung momentan immer wieder genannt wird, ist das verwendete Nervengift Nowitschok. Dazu schreibt der frühere Biowaffeninspekteur der UNO, Jan van Aken. Nowitschok wurde in der ehemaligen Sowjetunion entwickelt und sicherlich gibt es auch im heutigen Russland noch kleinere Bestände dieses Kampfmittels. Es kann jedoch mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch andere Länder über geringe Mengen von Nowitschok verfügen. Die chemische Struktur und mögliche Herstellungswege sind bekannt. Deshalb lässt sich aus der Art des Kampfstoffes nicht zwingend auf eine bestimmte Täterschaft schließen. Van Aken meint, Russland müsse sich jetzt durch intensive Mithilfe bei der Aufklärung vom Verdacht der Täterschaft freimachen. Genau an solche glaubt Tatjana Stanovaya jedoch nicht, aus ganz anderen Gründen. Als Systemfremder kann Nawalny keine Gerechtigkeit vom Staat erwarten. Man wird nicht intensiv nach der Wahrheit suchen, nicht einmal, wenn das Verbrechen von einer Randgruppe verübt wurde. Ob Nowitschok mit Getränken in Nawalnys Körper gelangte, wie man es oft lesen kann, daran haben die zuerst behandelnden Ärzte in Omsk bis heute Zweifel. Die dafür nötige flüssige Form des Gifts ist sehr flüchtig
und könnte deshalb kaum verabreicht werden, ohne dass Umstehende auch Vergiftungserscheinungen hätten. Und solche hatte außer Nawalny selbst niemand, weder am Flughafen noch im Flugzeug. Don Novichok-Erfinder Wladimir Uglev glaubt deswegen in einem Interview mit dem russischen Medienportal RBK an eine andere, feste Novichok-Variante und Verabreichung. In dieser Form ist es für andere völlig sicher und für das Opfer sehr gefährlich. Die Lösung kann auf der Kleidung aufgebracht werden, etwa wenn er sie zur Reinigung gebracht hat. Sollte das Gift tief in Nawalnys Nervensystem eingedrungen sein, glaubt Uglev auch an ernsthafte geistige Schäden beim Politiker. Ein weiteres Video über den Fall Nawalny, dann aber mit dem Schwerpunkt der radikalen Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen aktuell, gibt es in Kürze mit Julia Dudnik in ihrem Magazin Russland direkt. Alle Videos von ihr unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonniert uns oder schaut in unserem Shop vorbei.